Abend. Herzlich willkommen zu Plasberg persönlich. Vielen Dank. Ja, Sie können sagen, das wird eine schöne Sendung für Spanner. Wenn eine 81-jährige Frau über ihr erst seit 2 Jahren erfülltes Sexualleben berichtet oder eine junge holländische Journalistin, die alles andere als prüde ist, sich über eine Pornofizierung der Jugend ja einer ganzen Gesellschaft beklagt. Aber Spanner sind wir eigentlich längst alle geworden. Das Internet quillt über von Pornografie. In Musikvideos werden Sex und Erniedrigung zur Kunstform erhoben und bei Castingshows lassen junge Frauen ihre Körper begutachten. Nach Jahrzehnten der Frauenbewegung, da scheint eine Befreiung besonders gelungen, nämlich die Befreiung von der Kleidung. Mein Thema heute Abend, Hauptsache nackt, Frauen zwischen Lust und Leistungsdruck. Zu Gast sind Erika Berger. Sie hat als... Geht gleich mal gut los für Sie. Sie hat sich als Sexberaterin im Fernsehen um die kleinen und großen Nöte in Ehebetten gekümmert. In den 80er Jahren war das damals. Öffentlich sind inzwischen alle Hüllen gefallen. Trotzdem wird es in Schlafzimmern immer noch sehr still beim Thema Sex, sagt sie. Thomas Hoffmann ist der Beweis. Der Trend zur nackten Haut hat auch die Männer erreicht. Früher strippte er bei den legendären Chippendales. Heute zeigt er in Seminaren Frauen und Männern, wie sie möglichst verführerisch aus Rock und Hose kommen. Elfriede Wawrick hat mit Ende 70 den Sex ganz neu entdeckt. Als Mittel gegen Schlafstörungen. Welche Vorzüge die körperliche Leidenschaft noch hat, darüber berichtet sie offen in ihrem Buch und in unserer Sendung. Die niederländische Journalistin Myrthe Hilkens kämpft gegen die Pornofizierung der Gesellschaft. Denn die totale Freizügigkeit, findet sie, die bringt nicht mehr Freiheit für die Frauen, sondern mehr Profit für die Sexindustrie. Fiona Erdmann liebt den Wettbewerb um die Schönheit und zeigte auch im Playboy ihren Körper. Bei Germany's Next Topmodel wurde sie Vierte. Als Schauspielerin und Model will sie nun ganz nach vorne kommen. Helmut Karasek, der uns als Kulturexperte durch den Sommer begleitet, glaubt, nach der großen sexuellen Befreiung heißt der neue Zwang für Frauen Wettbewerb. Und den entscheiden immer noch die Männer. Ja, Sie sehen eine kompetente Runde. Frau Berger hat schon Spaß. Klar. Frau Berger, ich weiß gar nicht, ob Sie sich das vorstellen können, aber stellen Sie sich doch mal vor, Sie müssten wie Frau Wawrick, wie es ihr ergangen ist, ja, jetzt noch, ab jetzt noch 8 bis 9 Jahre auf Ihren ersten erfüllten Orgasmus warten. Von jetzt an. Können Sie sich das vorstellen? Das könnte ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich könnte es mir nicht vorstellen, aber gut, ich meine... Ich kann es Ihnen erklären. Okay, wir sprechen nachher drüber. Wann hat bei Ihnen ein erfülltes Sexualleben angefangen? Eigentlich sehr frühzeitig, um jetzt ganz ehrlich zu sein, weil ich habe ja mit 18, das war ich das erste Mal schwanger, und dann mit 20 gleich wieder, und das lag daran, damals gab es keine Pille, und aufgeklärt wurde man auch nicht, man hat aber dann trotzdem sich für die Männer interessiert, ne? Und ich habe dann auch, wie gesagt, geheiratet. Und ob das Sexleben jetzt besonders erfüllt war oder nicht, das wollte ich gerade fragen. Das war eher Pflicht dann letztendlich, mhm. und auch ein bisschen Last, ne, mit 2 kleinen Kindern und plötzlich hast du einen Mann am Hals, den du eigentlich vielleicht gar nicht so wolltest. Aber doch, das erfüllte Sexleben hat dann begonnen, als ich, ich sag's jetzt ganz ehrlich, geschieden worden bin mit 28. Mit 28? Da war bei Ihnen... Ich frage Sie jetzt nicht, an was Sie genau gedacht haben. Vielleicht guckt dieser Mann zu. Frau Wawrick, guckt er nicht? Er guckt mich nicht mehr an, sagen wir mal so. Okay. Frau Wawrick, haben Sie eigentlich geahnt, auf was Sie die meiste Zeit, die allermeiste Zeit Ihres Lebens verzichtet haben? Jetzt weiß ich es und jetzt tut es mir leid. Aber es ist spät, ich muss nachholen. Warum haben Sie eigentlich so lange verzichtet? Ja, ich habe nur gearbeitet. Gearbeitet, gearbeitet. Ich war selbstständig, habe eine Buchhandlung gehabt und habe gar keine Zeit gehabt. Und auch gar keine Lust. Ich von den Männern so genug gehabt. Ich habe leider Gottes nur einen Alkoholiker erwischt. Als Ehemänner? Ja, auch. Okay, dann mal lange Pause. Werden wir nachher noch ausführlich drüber reden. Heute sind Sie 81. Ja. Wie alt sind... Die Männer, mit denen Sie heute Sex haben, mit denen Sie heute schlafen? Zwischen 40 und 50.
Ja, ich wäre raus. Ich bin 53 Jahre alt. Stimmt, zu spät. Herr Karasek, Sie sind ganz raus. Ich habe ja auch nicht geklatscht. Darf ich fragen, warum Sie da so eine Obergrenze bei 50 setzen? Naja, das ist nicht die Obergrenze, aber ab 50 geht es halt bergab mit den Männern. Ne? Was soll ich machen? Alles klar. Aber nicht bei allen, die die Sport betreiben, viel Sport betreiben. Da geht's noch ein Weilchen, aber die anderen können es vergessen. Also Sie möchten sich nicht mit so lästigen Themen wie Impotenz, ich kann es gar nicht mehr aussprechen vor lauter Aufregung, mit so lästigen Themen wie Impotenz auseinandersetzen, oder? Ja, wenn es geht, nicht. Mhm. Herr Karasek, auch wenn es Sie gerade schmerzt, dass Sie raus sind aus dem Skat. Man muss auch als Impotenter in einer kompetenten Runde sitzen dürfen. Das war aber keine Sacherklärung von mir. Ich wusste schon immer, dass Sie für eine gute Pointe eben auch keine Rücksicht auf sich selbst nehmen. Herr Karasek, wenn Sie das so hören, ist das ein positiver Nebeneffekt der Gleichberechtigung, dass wir uns heute über solche Themen so unterhalten können im Fernsehen und dass eine Frau, die über 80 ist, sowas schreiben kann und sowas erzählen kann? Also, ich komme mit Literatur. Brecht hat eine Kalendergeschichte geschrieben über seine Großmutter, die sich das ganze Leben lang krummgelegt hat, weil sie für Kinder und Enkel sorgte. Und eines Tages hat sie gesagt, so, jetzt beginne ich zu leben. Also das scheint mir ein Vorbild dafür zu sein. Und bei ihr hat es auch geklappt. Die unwürdige Greisin heißt die Geschichte. Ja, ich kenne Sie ja schon ein bisschen länger. Sie sind ja in vielen Sendungen zu Gast. Immer wenn Sie sich in die Literatur flüchten, wollen Sie sich ein bisschen um die Antwort drücken. Meine Frage war ja, ob das ein positiver Effekt für Sie ist, dass das Thema Sex auch bis ins hohe Alter besprechbar ist, vielleicht sogar machbar. Ja. Also für mich ist eigentlich das andere Thema das viel interessantere, das Thema, dass wir zur ewigen Jugend und zum ewigen jungen Leistungssport verpflichtet sind. Also es gibt diesen Zwang zur Jugendlichkeit, der etwas ist, was mich mehr beunruhigt als der lange friedliche Abschied. Wovon? Der lange friedliche Abschied von was? Friedlich? Nein. Von nicht friedlich? Nein, absolut nicht friedlich. Was meinen Sie mit langer friedlicher Abschied? Ich denke, dass das so ein Abendschein über Ihren Leben. Ach, das war dein Kampf, bitte. Ich war doch voller Hemmungen. Ich musste das ja alles erst lernen. Aha, ja. Na ja, gut. Na. Also ich bewundere das sehr. Ja, das glaube ich. Ja. Ich glaube es. Nein, ich glaube es Ihnen nicht. Herr Karasek, ich glaube es Ihnen nicht. Ich glaube, Sie sind etwas befremdet. Naja, ich lebe in den eingefahrenen Normen, dass die ewige Jugend zum Sex gehört. Und das ist eine große Last und eine große Verpflichtung. Aber ist doch eigentlich ein Schmarrn. Wie bitte? Es ist doch eigentlich ein Blödsinn. Eben. Sicher. Eben. Deshalb kann es doch gar keine Last sein. Ja. Denn wir sind ja alle nicht mehr jugendlich, oder? Also ich will Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, verehrtester Herr Karasek, aber wir sind alle schon in einem Alter, wo man sagt, naja, früher hätte man gesagt, lass es oder sprech nicht drüber. Aber wenn man älter wird, oder ich sage jetzt sehr bewusst reifer wird, ist es etwas Wunderschönes, wenn man sagen kann, ich kann noch leben. Das ist auch wunderbar, aber wenn ich jetzt mal in die Realität gucke, in die Zeitschriften, die diese ewige Sexleidenschaft verkünden, so sehe ich da lauter Leute, die einen wichtigen Arzt haben, nämlich den Schönheitschirurgen. Ja, das ist zu dem gehen die Pausen los. Ja, das ist richtig. Du lässt die Falten aus dem Hintern machen und dem Gesicht weg. Du lässt alles liften, auch untenrum so. Aber das hat doch eines nichts mit dem anderen zu tun. Ja, es hat nichts zu tun, aber es wird so propagiert. Jetzt bin ich auch schon. Propagiert, Potenz ist alles ganz schwierig. Ja. Das, was Sie dann machen lassen, wir reden ja auch über nackte Haut, das trägt diese Haut vielleicht dann leichter zu Grabe. Das ist Ihr Thema, auch Frau Hilkens. Ja. Wie gefällt Ihnen das denn, wenn Sie das hören? Sie haben ein Buch geschrieben, in Holland publiziert, das sich eben mit dem Zwang zur Nacktheit, mit dem zum Markte tragen,
Fragen beschäftigt. Wie gefällt Ihnen das denn, wenn Sie jetzt schon hören, das ist nicht nur etwas, worunter Jugendliche vielleicht leiden, weil sie glauben, da mitmachen zu müssen, sondern auch offenbar ältere Leute? Ich glaube nicht, Ihre Geschichte hat etwas mit Zwang zu tun. Vielleicht eher mit Freiheit oder eine späte Befreiung. Und ich denke, wir müssen vorsichtig sein. Sie sagte, es ist schön, dass wir da über heute reden können, dass Frauen wie Sie das auch sagen dürfen. Aber ich denke, das ist noch sehr unik. Es gibt noch immer ein Tabu auf ein älteres Alter. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ja, stimmt. Und Sexualität. Und das ist eigentlich, was ich auch sagen wollte. Wir müssen nicht zu einfach sagen, dass wir befreit sind. Das ist unik, was diese Frau jetzt aufgeschrieben hat und macht. Die Öffentlichkeit, womit sie das macht. Dafür freue ich mich eigentlich nur darüber. Das ist wirkliche Freiheit. Mhm. Aber schau mal, das ist wahr. Ich finde es richtig toll. Ich finde es auch richtig gut, was du sagst. Erinnert euch an den Film, wie hieß er nochmal? Wolke 9. Wolke 9. Das ist ein Sturm der Entrüstung ging durch. Ich weiß nicht, wie viele Interviews machen müssen zu diesem Film oder machen dürfen. Im Film, wo ein eher älteres Paar sich kennenlernt, es gibt Sexszenen. Sich nackig zeigt und die Sexualität auch auslebt und auch sich gegenseitig betrügt und so weiter. Es geht auch ganz schrecklich aus. Aber warum, um Gottes Himmels Willen, soll man das nicht zeigen? Also gut, ob man es jetzt zeigen muss, ist eine andere Frage. Aber warum soll man darüber nicht offen sprechen? Weil wenn man jetzt sagt, also mit 50 oder mit 40 plus hört es auf, dann ist doch das ziemlich langweilig. Ja, es ist nur, dieses Thema wird noch eine Weile dauern. Ja, ich bin in meinem Alter, sind alle so groß geworden, mit Komplexen, von vorn bis hinten. Da durfte man ja gar nicht davon reden. Man darf es auch heute noch nicht so richtig, weil ich wäre auch schäl angesehen von den Eltern. Ja, ich kann nichts dafür, ich mache heute den Mund auf. Ich werde gleich ein bisschen was aus Ihrem Buch zitieren, dann kann man sich als Zuschauer auch eine Meinung darüber bilden, ob sich das Schälgucken lohnt oder nicht. Herr Hoffmann, ich möchte Sie auch noch mit in die Runde nehmen. Erotik kennt kein Alter, das sagt man so schön. Wie erleben Sie als, nicht als Stripper, sondern als Striptänzer? Da legen Sie Wert drauf. Was ist der Unterschied? Ja, der Unterschied ist einfach nur, dass ich mich nicht billig ausziehe, sondern im Prinzip auch auf großen Bühnen war und es verpackt ist wie ein Musical. Was unterscheidet teuer ausziehen von billig ausziehen? Die Kleidung, glaube ich. Die Seide, oder? Ja. Nein, ich betreibe halt oder ich habe meine Shows mit sehr viel Aufwand betrieben, sehr aufwendige Kostüme mir gekauft und organisiert und wirklich mit viel Liebe. Ich habe da wirklich alles reingesteckt, was so dazugehört. Man muss, wenn man was macht, mit Spaß machen. Nach billig oder teuer? Ist es auch so, dass billig ist mit alles gucken, mit Schniedel zeigen? Zum Beispiel, ja. Also das gibt es bei mir gar nicht. Okay. Ich bin nie nackt gewesen und werde es auch nie machen. Und ich rate, ich sage jetzt auch mal, den Teilnehmern, die zu mir im Kurs kommen, ja auch davon ab. Man muss nicht alles zeigen. Die Frage, die ich stellen wollte, ist, Erotik kennt kein Alter. Wie erleben Sie als Striptänzer diese Weisheit, wenn Sie an Ihr Publikum denken? Ah ja, also das Publikum ist wirklich von 18 bis 88 und die haben alle ihren Spaß dran. Und ich finde, ich mein, man sieht es ja hier als Beispiel, Sie sind ein super Vorbild dafür, denn man muss sich nicht hinterm Alter verstecken. Das ist ganz, ganz wichtig, aber ja, die Freiheit ist auch wichtig, dass man sich traut und das auch rauslässt. Frau Erdmann, Sie sind hier das Küken in der Runde mit 21. Sie sind Topmodel, leben auch von Ihrer sexy Ausstrahlung, arbeiten als Schauspielerin jetzt, waren Playmate. Was denken Sie, wenn Sie so alte Menschen über Sex reden hören? Für mich ist das was Neues. Also ich kenne das normalerweise nicht. Also meine Oma hätte es sich niemals gewagt, so zu sprechen. Mhm. Auch was meine Outfits damals anbelangt hat. Meine Oma hat immer gesagt, nun zieh dir doch mal was über die Hupen. So. Und das kenne ich nicht. Aber ich finde es umso schöner zu erleben, dass auch die ältere Generation merkt, wir können auch offen über solche Sachen reden. Und ich bin, weiß Gott, ein Mensch, der gerne seine Meinung sagt und der gerne auch sagt, was er denkt und findet solche Personen einfach super toll, die einfach gerade raus sagen, was sie denken und auch über ihr Sexualleben sprechen. Das finde ich sehr schön. Aber danke. Das klingt heute, ja, ein Aber. Ja, darf ich eine Frage stellen, weil ich finde, es ist sehr positiv, dass ältere Leute darüber jetzt öffentlich sind. Aber warum diskriminieren Sie eigentlich den älteren Mann?
Woher kommt das, dass sie sagt, bis zum 50 und nicht alt? Na, nicht nur bis 50. Es gibt schon Ältere, die auch noch was zusammenbringen. Aber okay. Ich werfe da nicht alle zusammen. Das wäre auch nicht richtig. Es ist nämlich etwas, was Ältere dem Jüngeren unbedingt voraus haben. Die Zärtlichkeit. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie nachgefragt haben. Ja, ja. Vielen Dank. Ja, kein Dank. Was wir heute so bereden, ja, das klingt relativ selbstverständlich, so mit Abstufungen. Manches ist in manchen Ohren auch neu. Das ist gar nicht so lange her, dass das noch völlig anders war. Etwas mehr als 20 Jahre, da gab es richtig Aufregung im Fernsehen um einen Quotenhit im Privatfernsehen, an dem mein Gast, der mir genau gegenüber sitzt, sehr beteiligt war. Und das, ach, gucken wir es uns einfach an. Das war schön. Das Problem ist eben, dass wir, wenn wir zusammenschlafen, dass ich dann keinen Höhepunkt habe und dass ich darüber doch ein bisschen unglücklich bin. Aber auch weiß, also ich weiß nicht genau, vielleicht muss ich auch mal zum Arzt gehen, vielleicht ist es auch irgendwie krankhaft oder so, ich bin mir da nicht so sicher. Sagen Sie mir, wenn Sie sich selber befriedigen, dann klappt das. Wie bitte? Wenn Sie sich selbst befriedigen, dann kommen Sie zum Orgasmus. Ja. Mhm. Also Sie sagten vorhin, Sie wollten vielleicht einmal zum Arzt gehen. Petra, es ist, wenn man das Gefühl hat, dass irgendwas mit einem selber nicht stimmt, dann ist es ganz wichtig, dass man zum Arzt geht, dass man selber beruhigt ist. Aber ich glaube, dass Sie ein anderes, das heißt, das ist nicht einmal ein Problem, dass es bei Ihnen einfach so ist, wie es bei vielen Frauen ist. Sie brauchen eine stärkere Reizung an der Klitoris. Ja, ist gut. Also ich werde das mit Ihnen nochmal besprechen. Und ja. Vielleicht klappt es dann so, vielleicht haben Sie recht. Es ist vielleicht nur, dass ich da mehr Stimulation brauche. Richtig. Frau Berger. Oh, die Frisur war noch stark, oder? Die Frisur war stark. Sie sagen es gerade selbst. Was ist Ihnen denn heute fremder, die Frisur oder die Ratschläge, die Sie gegeben haben? Ich weiß es nicht. Ich muss fürchterlich lachen, wenn ich mich sehe. Weil es ist einfach so, ich sehe mich als völlig fremde Person. Ich denke nicht, dass ich, also meine Stimme ist genau gleich geblieben. Ich würde heute vielleicht was Ähnliches sagen, aber ich würde mich nicht mehr darüber aufregen. Ich habe mich damals immer noch aufgeregt, weil das waren ja tatsächlich alles Anrufe, die von draußen reingekommen sind. Das wurde nicht vorgecheckt vorher. Das war wirklich live? Es war immer live, ja klar. Ja. Sind Sie auch mal rot geworden? Nein, das weiß ich nicht genau. Aber ich bin einmal richtig in Stottern gekommen, da habe ich auch so eine ähnliche Anfrage gehabt, so allerdings ein Mann. Und der sagte dann sprach völlig vernünftig mit mir und plötzlich sagt er, du, ich hab noch eine Frage an Sie, Frau Berger. Ich möchte jetzt mit Ihnen schlafen. Was jetzt? Das ist keine gute Idee, ich muss jetzt arbeiten. Das Telefon aufgehängt. Also das war irgendwie eine ganz komische Situation. Aber eigentlich bin ich nicht rot geworden, nein. Das sind im Grunde lauter normale Geschichten, die man hört. Aber es hat damals niemand darüber gesprochen in der Öffentlichkeit. Ja, genau. Das war ein kleiner Tabubruch und wurde ja auch oft diskutiert. Der damalige Chef Helmut Thoma, der hat gesagt, Sie sind das Schnitzel, dass ich in den Hundekäfig werfe. Wie hat er das denn gemeint? Ja, weil ich mich so fürchterlich darüber aufgeregt habe, dass wir schon schlechte Kritiken gehabt haben, dass wir sehr viele anonyme Post gekriegt haben, die uns eigentlich also angepinkelt haben, auf Deutsch gesagt, dass wir auch angefeindet wurden. Auf der anderen Seite kamen super, super viele positive Post. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das halte ich einfach nicht aus. Und dann hat er gesagt, eben, das mit dem Schnitzel in den Hundekäfig. Ich soll mich bitte nicht, Frau Berger, regen Sie einen nicht auf. Sie sind einfach der Schnitzel, das in den Hundekäfig kommt. Und das hat mir sehr weitergeholfen, muss ich ehrlich sagen. Sind Sie denn damals auch in der Straße oder im Restaurant angemacht worden, angefeindet worden? Na, angefeindet bin ich eigentlich überhaupt nie worden, nie. Das muss ich ehrlich sagen, die Leute sind mir immer sehr respektvoll entgegengekommen. Aber ich bin sehr, sehr häufig gefragt worden. Also, heute noch übrigens. Gut, dass ich Sie treffe, Frau Berger. Es ist mir jetzt peinlich, ich muss Sie das fragen. Ich treffe mich jetzt nach vielen Jahren endlich wieder mal mit einem Mann. Worauf muss ich denn achten? Mhm. Das ist doch schön. Also waschen Sie sich, also habe ich nicht gesagt, aber weißt du, worauf muss ich achten? Also das haben die Leute nicht vergessen und das finde ich ist ein ganz, ganz großer Vertrauensbeweis. Was ich mich gefragt habe, hat Ihr Job eigentlich damals Männer eher ermuntert, Sie anzusprechen, mit Ihnen zu flirten oder eher abgeschreckt, so nach dem Motto, Mensch, die ist Expertin, die weiß alles, da traue ich mich nicht ran. Wir haben schon zusammen gesprochen, nein, eines ist richtig. Gesprochen. Gesprochen, natürlich gesprochen. Natürlich gesprochen. Also nein, eigentlich stimmt, die Männer sind mir schon sehr, kommen ja immer noch sehr offen entgegen und damals natürlich auch sehr neugierig. Aber sie haben da immer ein bisschen Schiss gehabt, weil sie gedacht haben, ich sehe alles, was sie nicht können.
Ja, man muss ja sagen, wir reden hier so wunderbar, dass es eine Befreiung gegeben hat. Die hat es in der Tat gegeben. Und diese Befreiung hat solche Heldinnen wie Frau Berger, und die wirklich Tabus in der Öffentlichkeit gebrochen haben. Aber man muss auch sagen, diese Befreiung ist dialektisch in einem völlig neuen Zwang umgeschlagen. Das heißt, ich bin zum Beispiel für die Sendung eigentlich zu schüchtern. Ich muss mich überwinden. Ja, nee, ich kann das Wort Klitoris eigentlich nicht in den Mund nehmen in der öffentlichen Sendung. Aber Sie haben es gerade gesagt. Peter, ich habe mich gerade überwinden müssen. Aber ich würde nie von einem Erlebnis von mir mit einer fremden Klitoris reden. Das soll sie auch bitte nicht in der Öffentlichkeit machen. Ich meine, es ist wirklich so. Ich habe mich nach der Zeit der Befreiung wieder nach der Zeit der Intimität zurückgesehnt. Ich habe gedacht, mach doch endlich den Vorhang wieder zu. Wir haben jetzt das durchgelüftet, aber es gehört nichts weniger in der Öffentlichkeit als der Sex. Das muss ich ganz offen sagen. Das ist ja auch richtig so. Reden kann man doch nicht tun, um Gottes Willen. Nein, gut, ja. Ist das nicht merkwürdig? Zwischen Ihnen liegen, ich glaube, 40 Jahre. Aber eigentlich fordern Sie ja was Ähnliches. Muss ich vorsichtig sein, weil was ich eigentlich denke ist, warum gibt es nicht mehr Fernsehprogramm wie die von Sie? Weil wenn ich in den Niederlanden das Fernsehen anschaue, es gibt gar keine Diskussion über ein Klitoris. Es gibt nur Musikvideos und Pornografie auf das Internet, aber darüber reden, das sind wir ganz vergessen. Ja, meine Generation hat dieses Fernsehprogramm gar nicht gehabt. Stimmt. Wir haben, und das ist eigentlich, was mich so befremdet, weil da ist mehr Pornografie, also wir haben nie so viel Pornografie im Leben gehabt. Ja. Und wir reden eigentlich nicht in der Schule, nicht auf das Fernsehen. Nee, es gibt gar nichts. Gibt es in Deutschland noch über so ein Programm? Nein, nee. Was mich an Ihrem Buch so fasziniert hat, Ihr Buch ist ja ein Buch über die schrecklichsten Folgen der Befreiung, nämlich in der Popmusik. Da gibt es inzwischen, kann Ihnen genau sagen, ich habe das Buch mir genau angeguckt und bin da mutig dem begegnen, dass es solche Sänger gibt wie Bushido oder 5 Cent und so weiter. 50 Cent. Ich hab die Münze runtergetan. Leider Unterschied von 45 Cent ist vernachlässigbar. Machen wir keine Inflation hier von dem Kerl. Jedenfalls, die singen wirklich etwas, wo sie verherrlichen, dass sie Pimps sind, Zuhälter, und dass sie die Mädchen als Huren gerne haben und sie erniedrigen und so weiter. Und dann hat man sich eine Zeit lang gesagt, na ja, vielleicht muss das auch mal sein. Aber sie hat den Mut gesagt, eigentlich muss das überhaupt nicht sein. Die sexuelle Befreiung hat dazu geführt, dass Frauen sich schlimmer erniedrigen müssen als vor der sexuellen Befreiung und einem Zwang unterliegen und dafür auch noch sozusagen, das muss ich jetzt machen, denn sonst bin ich spießig. Ich habe so einen Akt, ein Beispiel will ich noch sagen. Ich habe so einen Akt der sexuellen Befreiung nach der Pille erlebt. Die Pille war auf einmal da und wir sind zu Frauen gekommen und haben gesagt, ich möchte mit dir schlafen. Und sie hat gesagt, du, das möchte ich mit dir nicht. Komm, sei doch nicht so prüde, so zickig und so spießig. Es gibt doch die Pille. Das heißt, wir haben die Frau eine Zeit lang genötigt mit der neuen Freiheit. Die Amelie Fried hat das sehr schön geschrieben über die Odenwaldschule, wo sie auf einmal, wo ihr gesagt wurde, als sie kein Strip-Poker mitmachte. Gesagt, du bist aber eine schwäbische Spießerin. Das heißt, diese ganze Befreiung hat die Scham weggenommen, die manche Menschen gern vor der Sexualität hätten und um die Sexualität verbreiten würden. Frau Erdmann mal fragen, die mit solchen Videos eher groß geworden ist, mit Musikvideos. Sehen Sie das irgendwie im Entferntesten als Handlungsanweisung, als Normalität, die Sie in irgendeiner Weise übernehmen sollten? Also ich finde, es gehört einfach dazu irgendwo. Also ich wozu gehört es? Also gerade diese, was Sie ansprachen, die Musikszene.
Natürlich gibt es so diese harten Rapper, die sich natürlich mit irgendwelchen Sachen brüsten müssen. Sie haben in ihrem Leben nicht viel erreicht. Sie sind meistens aus irgendwelchen kriminellen Banden aufgestiegen. Sie haben viel Leid durchleben müssen und haben, glaube ich, manchmal gar nichts anderes, als das zu zeigen, was sie jetzt haben. Nämlich die dicken Goldketten, die ganzen Weiber, die eingeölte Popöchen in die Kameras halten und so. Sie nennen jetzt die Weiber in Zusammenhang mit Goldkettchen. Das sind Statussymbole, ja, Also für mich ist es in dem Moment in einem Video ein extra Accessoire für diese Männer. Naja, was aber das heißt doch, nachdem wir die Frauen befreit haben, nachdem die Frauen sich befreit haben, werden sie wieder zum Schmuckstück, zum Accessoire, das ich peitschen lassen muss und erniedrigen. Doch gar nicht. Also ich finde, ganz ehrlich gesagt, diese Mädchen, die dort in diesen Videos sind, die sind alle alt genug, zum größten Teil zumindest, und haben selbst zu entscheiden, was sie dort machen. Und nur weil mir jemand sagt, irgendwie, ja, jetzt musst du in einem Video dich ausziehen, heißt das noch lange nicht, nur weil das alle anderen tun, muss ich das auch tun. Nein. Ich kann selbst für mich entscheiden, was ich möchte. Und diese Frauen können es zum Teufel auch. Und wenn die ihre Popos und ihre Brüste in die Kameras halten, dann ist das ihr Ding, meiner Meinung nach. Und das tut mir auch überhaupt nicht leid für diese Mädchen, weil ganz ehrlich, die freuen sich, dass sie sich an diesen Männern reiben dürfen und in dem Video rumhüpfen dürfen und kriegen dafür dann auch wahrscheinlich nicht viel Geld. Die kriegen wahrscheinlich nochmal schön Klapser auf den Popo und sagen, schön, dass ich da in dem Video mitmachen durfte. Das ist leider sie so. Sie schildern aber eine Sklavenwelt von Mädchen, mein lieber aber Mann. Aber Männer sind doch nicht anders. Männer sind in meiner Meinung nach nicht anders. Männer tun auch viele Dinge, die sie vielleicht gar nicht müssten. Aber Frauen, nur weil Frauen das tun, finde ich, man muss das nicht nur auf die Frauen beziehen. Wir alle sind doch Menschen und können entscheiden, was wir wollen. Ist es tatsächlich so, weil Sie sind auch Musikjournalistin, sind Ihnen Videos bekannt, wo Frauen Männer als Ware, als Accessoire, als geöltes Goldkettchen? Ja, das sind so, Lil' Kim ist so eine Frau, die das macht. Ja, Madonna zum Beispiel auch. Madonna, aber es ist meine Meinung. Aber vielleicht bin ich im verkehrten Alter geboren. Wie alt sind Sie, wenn ich frage? 31. Mhm. Und ich glaube, wenn ich mich störe an die Bilder, wo Männer die Bose sind und Frauen nur die Schlampe, ist das Antwort, eine Frau nicht dasselbe zu machen mit dem Mann. Mhm. Das ist nicht, wie ich das gern sehe. Aber was ich eigentlich sagen will, also es würde nicht besser werden, wenn es nur umgekehrt lief. Nein, das ist ebenso schlimm für mich. So. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass wir eine sehr eindimensionale Definition von Freiheit haben heutzutage. Weil ich verstehe ja alles, was du sagst. Du erzählst über die Videoclips und die Rapper, die kommen alle aus einer kriminellen Welt und dafür. Ebenso ist die Geschichte von vielen Frauen in diesen Videos gleich. Das sind oft Frauen, die aus einer sehr problematisierten Jugend kommen und dafür mit wenig Respekt für ihren Körper, ihrem Selbst, darf ich sagen, da für die Kamera stehen. Und was wir uns nie fragen ist, zum Beispiel, wenn wir über Pornos reden, mein Buch geht auch für ein großes Teil über Pornos auf das Internet, ist, wen sind eigentlich die Frauen, die wir uns anschauen? Und dann weisen wir vom Vereinigten Nationen, ich weiß nicht, ob Vereinte das... Nation, ja. Vereinte Nation, danke. Dass es 4 Millionen Frauen und Kinder gibt weltweit, die wie Sklaven im Sex- und Pornoindustrie arbeiten. So ein bisschen mehr Empathie oder so, so ist Empathie ein deutsches Wort? Ja, kann man verstehen. Finde ich ein gutes Idee, Mitleid, wenn es diese Themen betrifft. Aber was stört dich jetzt speziell? Ich verstehe, was du meinst und dass du das, ich befürworte das auch nicht unbedingt. Ich sage nur, dass ich nicht mit jedem leider Mitleid haben kann. Ich komme auch aus einer Familie, wo es nie viel Geld gab. Ich komme auch aus einer Familie, wo ich mir alles selbst erarbeiten musste. Das heißt, für mich aber nicht unbedingt gleichzeitig, dass nicht jeder selbst entscheiden kann, in welche Richtung er geht. Klar, es gibt auch Leute, die haben vielleicht nicht dieses Selbstbewusstsein, diese Möglichkeit zu entscheiden oder selbst diesen Willen zu haben, in welche Richtung möchte ich gehen. Die haben leider keine anderen Auswege. Aber es geht auch nicht nur um Mitleid. Es geht auch um das Idee, dass wenn ein Kind, da ist in Holland eine große Studie gewesen und wir wissen, dass
wenn ein Kind noch sehr klein ist, in Werbungen, das sind immer die Frauen, die noch immer die waschen und die sagen, wie froh die sind, dass die wieder waschen können. Und wenn die eine Zeichen, wie sagt man das, eine gezeichnete Firma anschaut, dann sind die Männer immer die Superheroes und ich brauche immer ihre Hilfe. Und dann gibt es eine Frau, die auch eine Hero ist, Lara Croft, aber die braucht solche Brustbuste. So, und dann gehen wir weiter, schauen wir uns die Musikvideos an, die Modewerbungen, die Pornografie und überall, das heißt Freiheit und wir schauen uns das kritiklos an, aber wenn wir mit kritischen Augen gucken, dann ist oft der Mann in diese Werbungen oder Filme noch immer wie der Mann im 50er Jahren. Ja. Also nur mit einer modernen Hose, aber die Machtverhältnis ist genau wie früher. Ja, Frau Berger, Frau Berger. Leider mal. Ja. Nehmen Sie es jetzt nicht als Beleidigung, wenn ich sage, Sie können diesen Zeitraum besser, am besten überblicken, den Sie angesprochen hat. Sehen Sie das auch so pessimistisch, dass sich seit den 60er Jahren, 50er, 60er Jahre so wenig verändert hat, was die wirkliche Rolle der Frau angeht? Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, die Rolle der Frau, die hat sich natürlich verändert. Die hat sich natürlich nicht überall verändert. Weil man muss jetzt da ganz ehrlich sein, wir sind einfach so erzogen worden, dass man auch sehr selbstbewusst ist. Ich bin eigentlich sehr selbstbewusst erzogen. Und ich habe mir dann eigentlich auch alles erarbeitet. Und ich bin eigentlich sehr happy darüber, dass es nach der Einführung der Pille, die Sie gerade ein kleines bisschen verteufelt haben, dass die Frauen, ich habe verstanden, dass die Frauen über sich selbst entscheiden können, dass die Frauen nicht mehr zu Hause hocken müssen und die Kinder kriegen und wie du gerade sagst, es gerne kochen, nicht alle Frauen kochen gern, aber alle Frauen kriegen gern irgendwann ihre Kinder und kümmern sich darum. Also es hat sich schon eine ganze Menge verändert. Wer hat sich denn mehr verändert in puncto Sex oder Liebe in den Jahren, die Sie überblicken? Sind es die Männer oder sind es die Frauen? Ich würde sagen, die Frauen sind es, die sich verändert haben. Ja. Und ich glaube, und da muss ich jetzt einfach ein kleines Steinchen in den Garten der Männer schmeißen. Wir machen es den Männern manchmal auch ein kleines bisschen schwer. Weil wir wollen erst wollen wir einen Macho, dann wollen wir einen Softie, dann wollen wir überhaupt keinen Mann, dann wollen wir alles gemischt. Wir haben uns nie richtig artikuliert, was wir eigentlich für einen Mann haben wollen. Eigentlich will man doch einen Mann haben, der ein richtiger Mann ist auf der einen Seite, der aber auch ein guter Liebhaber ist und der auch Zärtlichkeit empfinden kann und geben kann und der Gefühle zeigt. Und wenn ein Mann Gefühle zeigt, ist er aber längst kein Schlappschwanz. Also das ist alles so eine komische Geschichte. Aber trotzdem finde ich... dazu nur sagen, die Pille war eine Wohltat. Die hat die Frauen wirklich befreit und gleichberechtigt gemacht. Nur, dann hat man auch erkannt, dass das auch wieder ein neues Einschränkungsinstrument werden kann. Werden kann. Werden kann. Genau, das ist es. Und darauf möchte ich nur aufmerksam machen. Und wir haben also wirklich, wenn ich mir Kino, wenn ich mir Werbung, wenn ich mir Fernsehen angucke und Werbung im Fernsehen, dann sehe ich immer noch, eigentlich müsste ich darüber sehr froh sein, denn wir haben es ja nicht so ungern, dass die Frauen so sind, aber dass die gleichzeitig Frau Doktor sind und als Häschen reinkommen und von mir noch einen Strip diesmal. Ja, aber guck mal, also wir sind einfach so, wir können alles gleichzeitig. Wir können Zeitung lesen, wir können bügeln, waschen, kochen. Kinder kriegen. Das stimmt. Wie kann Zeitung das einfach? Also ein Mann kann es eben nicht. Ich höre Ihrem Dialog sehr gerne zu. Ich hatte den Eindruck, dass Sie damals auch Frau Berger im Fernsehen aufmerksam zugehört haben. Was war eigentlich damals die häufigste Frage, die immer wieder kam? Was war das? Ich habe keinen Orgasmus, ich habe keine Erektion. Und wieso geht der eigentlich fremd? Sie haben ja damals offenbar auch genau hingeguckt bei Frau Berger. Was haben Sie denn von den Tipps, die Sie so auf die meistgestellten Fragen, ich bekomme keinen Orgasmus, was haben Sie davon gehalten? Also ich habe davon sehr viel gehalten, weil... Herr Kasek. Weil ehrlich? Ganz ehrlich, weil es gab ein völlig verschwiemeltes und verschwiegenes Schlafzimmer-Atmosphäre. Die Leute haben sich nicht getraut, darüber zu sprechen. Und deshalb war es sehr gut, dass mal gesagt wurde, es gibt auch Technik, es geht auch um den Orgasmus, es geht nicht nur um, dass der Storch die Kinder bringt, es geht um sehr viel mehr, man muss auch Spaß im Leben haben. Das war eine ungeheure Befreiung. Ja, und es geht auch um Liebe übrigens.
Ja. Wir haben auch ganz, ganz furchtbar viel über Liebe gesprochen. Ja. Und das ist nämlich ein Thema, das meistens vergessen wird. Es geht nur immer um Sex, es geht, ich sage es mal ganz platt, ums Poppen. Und dann sagen die Kinder, wir wissen das alles, die Kiddies, mit denen ich sehr, sehr viel chatte noch. Ja, wir wissen, wie das geht, aber bitte, Erika, sag uns, wie geht Liebe? Wie geht Liebe? Was sagen Sie denn da? Dann sage ich, pass mal auf, Liebe ist ein Gefühl. Liebe ist ein ganz tiefes Gefühl. Und Liebe, vielleicht versteht ihr mich richtig, ist der Motor unseres Lebens. Wenn man das Gefühl hat, zu lieben und wieder geliebt zu werden, das ist das Beste, was dir passieren kann. Ja? Gibt es eigentlich einen Punkt, bei dem Sie zu hoffen aufgehört haben, dass die Männer das noch lernen? Also eine sehr häufig gestellte Frage war, deshalb antwortet jetzt so, wir werden es gleich merken, er sagt nicht, ich liebe dich, und er ist überhaupt nicht zärtlich. Das sind zwei Dinge, die manche Männer einfach nicht können. Ich glaube auch, wenn man von einem Mann pausenlos verlangt, ich liebe dich zu sagen, dann fühlt er sich, er muss jeden Tag 83 Mal den Liebeskasper machen. Aber ich sage das ständig. Das ist ja langweilig. Also das ist dann... Nein, ist dann derselbe, ständig, aber... Entschuldigung, derselben Frau? Ja, derselben Frau. Ah, weil, okay. weil ich die Liebe auch gefunden habe. Und ich finde, die Liebe ist das Schönste, was es gibt. Richtig. Und da ist der Orgasmus das kleinere Problem. Ja, das meine ich doch. Das habe ich ja vorhin auch zu erklären versucht. Aber... Das ist das Schwerste. Und es gibt Männer, die zärtlich sind. Und es gibt Männer, die genau wissen, was Frauen wollen. Ja, klar, es gibt einfach Männer, die haben Probleme damit. Denen muss man einfach ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich glaube, Herr Hoffmann hat auch ein bisschen, gerade ein bisschen über sich gesprochen, wenn er weiß, dass es Männer gibt, die wissen, was Frauen wollen. Wer, wenn ich Sie wüsste, was Frauen wollen? Wenn Sie auf einer Bauknecht. Bauknecht weiß, was Frauen wollen. Ganz genau. Und ich glaube, er hat es gelernt, bei Ihrem ersten Auftritt haben Sie es, glaube ich, gleich gelernt. Können Sie sich daran erinnern? Ja, also das Verrückte war, dass mein erster Auftritt war zum Glück auch am Weiberfasching. Und also ein leichter Einstieg, die Frauen waren alle angetrunken, alle gut drauf. Und wenn Frauen unter sich sind, da reden sie über alles. Da sind die auch viel lockerer, glaube ich. Und ja, und dann waren es ein paar tausend Frauen in einer riesen Diskothek. Und ich ging da raus und es war wirklich wie so ein Stück Fleisch in einen Löwenkäfig zu schmeißen. Und die haben mich halb zerfleischt. Also das war für mich wie ein Schock am Anfang. Und ich dachte, was ist jetzt los? Was passiert da? Wie lange hatten Sie trainiert? Was hatten Sie sich überlegt? Also ich hatte, also der Witz war das, ich hatte ja irgendwie gar nichts vorher gemacht in der Art. Ich habe nur gepokert. Ich hatte Mister-Wahlen gewonnen in meiner Stammdiskothek und irgendwie eine Tänzerin hatte meine Nummer mal bekommen. So. Und ein Jahr später rief eine Agentur an mit amerikanischen Tänzern und die haben gesagt, ja, wir bräuchten dich zum Weiberfasching in Regensburg war das. Okay. Du strippst doch. Sag ich, ja, ja. Ja, auch. Mann. Und hab halt gepokert. Ja. Und dann haben wir gedacht, oh Mist, was habe ich jetzt gesagt? Jetzt muss ich schnell lernen. Und dann habe ich mal Videos von den Chipnails geholt damals. Zum Glück gab es da schon was. Und habe mich bemüht, ein Kostüm auszuwählen und bin da einfach ganz... locker hin und ich war 18, eigentlich auch noch nicht so wirklich viel Erfahrung. Ich hatte mit 18 zum ersten Mal Sex, das kommt so dazu. Ja, und dann, wenn man dann rausgeht und die Frauen kreischen, fallen halb in Unmacht, bloß wenn man die Haare raus hat, ich hatte lange Haare, okay. Und die sind da ausgeflippt und denken, was geht denn da ab? Die sind alle verrückt. Also, ich konnte es nicht verstehen zuerst. Ist das, ja, das lag vielleicht an Ihrem tollen Körper. Aber ist das für Sie auch erregend? Also erregend war es nicht, weil es war für mich eigentlich ein Job, aufregend. Den ich gemacht habe. Es war aufregend, ja. Genau. Ich hatte immer ein Kribbeln davor, wie die Frauen reagieren. Und die haben immer gleich reagiert. Wenn es erregend wäre, wäre es ja auch peinlich, oder? Genau. Weil dann, wobei, ich meine, es sieht dann optisch natürlich schon schöner aus, vielleicht für die Frauen. Also beschreiben ist gut, aber betrachten ist natürlich noch besser. Wir gucken uns einfach mal einen Auftritt an. Oh Gott. Da waren Sie schon nicht mehr 18, ein bisschen älter. Wie alt sind Sie heute? Das ist Berufsgeheimnis. Oh nein. Machen Sie das Mädchen hier? Ja, nee. Aber mittlerweile lasse ich mich schätzen, weil ich bin so im Mittelmaß. Ich könnte Ihr Sohn sein. Und, Frau Berger, wie alt schätzen Sie diesen Mann? Deshalb mache ich es nicht, weil sonst liegt er, stellt er mir das Bein wieder. Nein, das macht er nicht. Ich weiß es nicht, der ist vielleicht... Weiß ich nicht. 40.
Ja, kommt gut hin. Siehst du? Er hatte gehofft, dass Sie sagen Mitte 30, Frau Berger. Nee, das ist schwachsinnig. Jetzt schauen wir uns den Auftritt an. Und hier ist unser neuer Chippendale, Thomas. Thomas! Herr Hoffmann, da sind mir mehrere Dinge aufgefallen. Als erstes ist mir aufgefallen, dass Sie mir Mut machen. Denn ich habe gelernt, Sixpack ist gar nicht so wichtig. Nein. Sex von zu viel geht auch, oder? Genau. Der Punkt ist es, die Frauen stehen überhaupt nicht auf perfekte Männer. Und ich war von Anfang an kein aufgeblasener Bodybuilder und war immer schon normal. Frau Berg. Und ich glaube, das hat mich sympathisch gemacht, ja, wahrscheinlich. Ja. Weil ich einfach den normalen Mann, den jede haben könnte, dargestellt habe. Mhm. Ja? Und ich glaube, das soll auch den Männern auch Mut machen. Es geht nicht um Sixpack. Nein. Es geht auch nicht um solche Brüste bei Frauen. Natürlich es ist nicht. Alles nur Geschäft, Geldmacherei, finde ich. Und wir Männer mögen doch auch in Wirklichkeit normale Frauen mit normalen Brüsten, mit echten, weil Quietschenten brauche ich nicht. Ja, genau. Und außerdem. Schönheit kommt von innen, nur wie kommt sie da hinein, verstehst du? Man muss von innen strahlen in dem Sinne. Man muss sich so lieben, wie man ist. Ja. Darf ich noch, bevor Sie alle nach innen flüchten, möchte ich noch mit einer Äußerlichkeit nicht hantieren, sondern mich befassen. Sie haben eben gesagt, Sie haben sich nie wirklich ausgezogen. Genau. Ich habe mir diese Szene im Schneiderraum dreimal angeguckt. Gut, Zeitlupe. In Zeitlupe. Und man sieht da was baumeln. Sie haben mir vorher gesagt... Ich bin auch Mann. Ja, sicher, das hoffe ich. Aber Sie haben gesagt, Sie ziehen sich nicht aus, aber trotzdem sieht man was. Der Punkt ist das, ich bin so ein kleiner Zauberer, David Copperfield-mäßig. Und es ist so, dass ich tatsächlich noch was anhabe und man sieht es nicht. Denn das Wichtige für die Frauen ist der Männer Hintern. Der ist, muss sexy sein. Ja, das ist, und das andere soll versteckt bleiben. Ja. Und ich kann es ja verraten, es ist ein Schniedelwärmer. So nenne ich das. Es ist ein komplett verpacktes Teil. Man kann's, oder Sie könnten auch Ihren Socken nehmen. Ja. Das würde bei mir nicht reichen. Ich bräuchte einen Strumpf. Herr Karasek, Entschuldigung. Ja, Ihre Frau guckt zu, denken Sie dran. Ja. Wenn sie lacht, dann liegt die jetzt vor Lachen in Ohnmacht. Ja, ich finde, das muss nicht sein, ganz nackt und es soll ästhetisch bleiben, das ist eben das Wichtige. Sie haben gesagt, die Frauen wünschen das nicht. Also, Frau Berger, ganz ehrlich, wenn Sie so einen Männerstrip sehen, Sie haben sehr aufmerksam zugeguckt, Sie sind ganz auf die Vorderkante gerutscht, ich habe es gesehen. Wie gefällt Ihnen das? Was denken Sie dabei, wenn Männer strippen? Darf ich das ganz ehrlich sagen? Und Sie sind mir nicht böse, ich finde es scheußlich. Ich mag das nicht. Also, ich gucke mir eigentlich überhaupt nicht gerne Striptease an, weil ich es einfach nicht... Auch nicht bei Frauen? Nee. Nee? Also wenn jemand gut an der Stange tanzen kann, finde ich das okay. Aber ich gehe jetzt nicht extra hin und ich würde mir zu meinem Geburtstag auch keinen Stripper wünschen. Okay. Mich würde jetzt noch was interessieren. Wieso? Also Sie zeigen ja, wie man sich richtig auszieht in den Kursen oder so. Genau. Auch mein Mann übrigens? Natürlich. Ja, gut. Aber er hat eine Strip-Akademie. Wie heißt denn der Abschluss da? Diplom-Stripper oder Bachelor? Ja, nee, man bekommt bei mir ein Zertifikat für die Teilnahme. Einfach nur auch aus Spaß natürlich. Es heißt noch lange nicht, wer bei mir im Kurs war, der kann jetzt auf die Bühne gehen. Wenn Sie heute mal sich das Geschäft angucken, der Leute zum Beispiel, die Sie ausgebildet haben,
dass man überall heute nackte Haut sehen kann, nicht nur im Internet, in der Werbung, im Fernsehen, überall, wirkt sich das aus auf Ihr Geschäft? Boomt das noch genauso wie vorher? Nee, es boomt eigentlich gar nicht mehr, weil einfach zu viel im Internet zu finden ist oder im Fernsehen. Man guckt am Nachmittag Fernsehen und schon sieht man ein paar nackte Leute wieder. Das ist too much und ich bin da auch Ihrer Meinung, dass es gerade im Internet extrem ist. Und die Kinder haben da nichts zu suchen, aber ich bin der Meinung, dass es die Erziehung sein muss. Die Eltern müssen darauf achten, dass die Kinder da keinen Zugriff drauf haben. Frau Hilkens, man muss das nicht verbieten. Deswegen. Das hat mich eben schon interessiert. Das sage ich auch sicher nicht. Das hat auch gar keinen Sinn, etwas zu verbieten. Nein, das kann gar nicht. Ja. Ja, alles, was verboten ist, Entschuldigung, ist ja erst recht spannend. Und die Leute gehen erst recht da drauf. Ja. Das ist der Punkt. Wenn ich an Holland denke, dann denke ich eben auch an sexuelle Befreiung und an Liberalität, an Rotlicht, ich habe schon mal gesagt, auch in Amsterdam. Wie ist denn eigentlich Ihr Buch aufgenommen worden in Holland, wenn eine junge Frau hergeht und sagt, wir sind auf dem ganz falschen Weg, wenn wir abrutschen in eine durchpornografierte Gesellschaft? Also die Reaktionen waren manchmal sehr kritisch. Es ist sehr einfach, eine Frau oder ein Mädchen wie ich gleich Prüde zu nennen. Da war ein Kampf und dann gab es auch vor allem junge Leute und junge Frauen, die sagten, oh, endlich ist da eine Frau, die sagt, was ich schon so lange denke, aber eigentlich nie sagen darf. Es liegt ein bisschen bei Ihnen in der Familie auch auf dieses Thema zu achten. Es gibt eine schöne Geschichte in dem Buch, wo Ihre Mutter, die eigentlich auch sehr liberal aufgewachsen ist, auf der Straße sieht, wie Flyer mit pornografischem Inhalt als Einladung zu einer Party verteilt werden. Und verteilt werden eben auch an Kinder. An meine Schwester, die dann 13 Jahre oder so waren. Es gab auf diese Advertension Analpenetrationen und sehr explizit. Das auf haben der Straße die so. Als nur, ja, ich denke, das ist auch was heute, was ich mit Pornofizierung meine, ist, dass wir brauchen nicht mehr Pornos zu suchen. Pornos finden auch uns oder Nacktbilder, wie man das nennen will. Also dann ist es auch keine Freiheit mehr. Ich habe zum Beispiel schon zweimal gehabt, dass ich Kinderpornos in meinen E-Mail-Inbox fand. Und da war ich gar nicht, da habe ich selbstverständlich nicht nachgesucht. Das hat mir gefunden. Und so hat diese Advertension. Diese Werbung. Diese Werbung, meine Schwester, die 13 Jahre alt war, gefunden. Was hat Ihre Mutter gemacht? Die ist nach Polizei gegangen und die hat nur gefragt, kann das eigentlich, ist das so beim Gesetz erlaubt, dass meine Tochter von 13 Jahre alt so eine Porno-Werbung in Hand gedrückt werde? Und die habe eigentlich, das waren Männer, muss ich sagen, diese Polizei. Ich habe eigentlich nur ein bisschen so gelachen und das war es. Wenn Sie mit Jugendlichen sprechen, das haben Sie für Ihr Buch getan, inwieweit unterscheiden die zwischen der Realität Ihres eigenen Sexuallebens und dem, was Sie in Videos sehen? Gibt es da einen Übersprung? Nicht in mein privates Leben zum Glück. Aber ich muss sagen, so ist es auch ein bisschen, die Geschichte ist so. Ich war Hip-Hop-Journalistin. Weil ich liebe Hip-Hop und Rap sehr und seit 13 Jahren höre ich mich den Musik an und ich war eine der wenigen Frauen in den Niederlanden, die damit auch gut Geld machte, nur um über Hip-Hop zu schreiben, Radio zu machen. Und ich kam so auf die Festen, die große Partys und so, da war nur so ein Moment, ich war auf einem Party und da gab es eine und ich habe dieses geübt, eine Schwanzlutsch-Wettbewerb. So ist das auf Deutsch. Und es gab so einen Mann, der hat dafür bezahlt, Geld bekommen, danke sehr. Und dann konnten die Frauen, die da waren, sich einschreiben und die mochten alle dem Schwanz lutschen. Und dann die Beste am Ende des Abends, ja, weiß ich viel, da haben wir für geklappt oder so etwas. Und es gab viele junge Leute, die das gefilmt haben mit Handys, weil das ist selbstverständlich die neue Zeit. Wir filmen das alles und wir wissen jetzt, zum Beispiel in Holland, auf jeden Schule gibt es ein Mädchen, wo so ein Video auf das Netz erschienen ist und die dadurch depressiv geworden sind oder nach einem anderen Schule getauscht sind. Eine hat selbst sich selbst ermordet, Selbstmord gepflegt im Norden vom Land. Es gibt heute beim holländischen Polizei ein neues Problem und das heißt sexuellem Zwang auf das Internet. So eigentlich, du bist nicht da, um mich
Physik zu zwingen, etwas zu machen. Aber du sagst, ich habe diese Firma von dich und du mach jetzt, was ich will, sonst schicke ich diese Firma nach deinen Eltern oder mache ich das auf deine Schule publik oder das passiert jetzt. Ihr Buch ist ein Hilfeschrei eigentlich auch, weil der Gesetzgeber ist ja relativ machtlos. Die können das Internet nicht so sicher machen, so sperren, dass er wird nicht gehen, weil ja auch Anbieter von pornografischen Seiten die Freiheit im Internet für sich in Anspruch nehmen. Ja, stimmt. Ja, es ist, ich weiß nicht, ob es ein Schrei ist oder nur Bösigkeit eigentlich. Ich bin nur ein bisschen überrascht, dass es ist so einfach, Pornos zu bekommen, anzuschauen. Ich habe ein Jahr lang Pornos angeschaut für mein Buch, für die Recherchen. Und ich kann dich sagen, ich dachte, wenn ich dann angefangen bin, ich brauche immer meine Kreditkarte, wenn ich etwas Extremes sehen will. Aber alle Internetseiten zeigen alles. Nur Kinderpornos ist oft schwierig zu finden. Aber alles andere, man kann das so für nichts finden auf das Netz. Wie ist es möglich, dass wir in die Schule... Und dann sagen wir, dass wir eine freie Gesellschaft sind, wenn es Sexualität betrifft. Noch immer nur reden über Schwangerschaften, HIV, AIDS, die Kondome. Das war's. Da wird nicht geredet über diese neue Zeit, die, finde ich, ein neues Unterricht braucht. Richtig. Ich denke, wir lassen eigentlich die... Total richtig. Aber einerseits, man schiebt es auf die Schulen. Ich finde, es muss zu Hause beginnen. Die Eltern müssen die Kinder richtig erziehen. Und ich, wenn ich nur rumschaue in meinem Umfeld, es gibt genügend Eltern, die haben da gar keine Lust dazu. Nein. Also ganz ehrlich. Und beschweren sich dann im Nachhinein. Also wir wissen, also ich finde, auch wissenschaftlich so, dass, und vielleicht wissen Sie das auch, dass Kinder es ist fast natürlich sehr schwierig finden, um mit Eltern über Sexualität zu reden. Das war auch bei mir so. Und übrigens ich habe heute noch, trotz, gerade wenig. Aber da muss man als Elternteil den ersten Schritt wagen und mit den Kindern drüber sprechen. Das ist als Eltern ziemlich schwierig. Weißt du? Das ist, warum ich die Schule, in die Schule eine Lösung sehe. Weil da kann man so ein neutrales Gebiet kreieren, was über Sexualität geredet wird. Eine andere Wirkung auf die Schüler hat als beispielsweise die Mutter oder der Vater. Also findest, also das, ich persönlich kann es jetzt für mich nicht entscheiden, aber findest du, dass ein Lehrer nicht auch so ein Typ Mensch ist, wo man, sag ich mal, sagt, naja, was der sagt, ich weiß der ist nicht. Aber neutral. Und wenn du deine Eltern fragst, Eltern sind wie Kinder, das habe ich festgestellt, aber immer wie so weiße Elefanten. Eltern haben keinen Sex mehr, Eltern verstehen sowieso nichts. Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Und wenn jetzt die jüngere Generation sich mit ihren Kindern richtig auseinandersetzen würde, also wenn sie die Zeit haben, die arbeiten ja beide bis zum Umfallen oder haben dann in der Tat kein Interesse dran. Das stimmt auch. Können Sie sich noch daran erinnern, Frau Wawrig, wie Sie aufgeklärt worden sind? Überhaupt nicht. Ich war mit 18, habe ich die Regel bekommen, erstens einmal. Also ich war ganz hinten. Und ich bin nicht aufgeklärt worden. Ich bin auch bei den Schülerinnen immer ganz hinten gewesen, weil die konnten unterbrechen den Turnunterricht, wenn sie die Regel bekommen haben. Ja, ich habe keine Regel bekommen. Also ich war immer Außenseiter, außerdem war ich hässlich. Ich war mager, es war hinten nichts und vor nichts. Also ich habe völlig allein bin ich da gestanden. Haben Sie denn Ihre Eltern nie gefragt, nein, wo zum Beispiel die Babys herkommen? Was haben Sie denn gedacht, wo die Babys herkommen? Ich habe mit meiner Mutter überhaupt keinen Kontakt gehabt. Sie war eine sehr fleißige Frau, wirklich fleißig. Sie musste drei Kinder großziehen, ganz allein, ohne Unterstützung. Aber dafür war sie nicht gebaut. Liebe konnte sie nicht geben, auch keine Unterstützung in dieser Weise. Das hat es nicht gegeben. Ich bin allein da gestanden. Nochmal die Frage, was und noch dazu noch etwas. Ich habe mich immer besser mit Burschen vertragen, also mit Buben. Mhm. Ich habe Fußball gespielt und ich war wild. Ich war nicht so wie Mädchen. Die hätten Sie auch fragen können. Was haben Sie denn wirklich gedacht, wo die Babys herkommen? Warum die dann irgendwann mal kommen? Ich habe mich ja nicht getraut. Wenn ich irgendwas leises, dieses leises Ton, habe ich ja schon Ohrfeigen gehabt. Mhm.
Das geht dich nichts an. Das geht dich nichts an. So, jetzt gehen wir mal 70 Jahre später von diesem Weg damals, dieser Nichtaufklärung hin, bis zu einem Satz in Ihrem Buch, den ich jetzt mal zitiere, in dem Sie die späte Entdeckung Ihrer Sexualität schildern. Das war ein weiter Weg. Dieser Satz heißt, ich sah Roberts Glied, das langsam größer und größer wurde, wie allein durch meinen Blick. Er griff nach meinem Hinterkopf und führte mein Gesicht zu seinem Schwanz. Ich nahm ihn in die Hand, in den Mund und ich überlegte fieberhaft, was zu tun sei. Ja, sowas hatte ich noch nie gemacht. Ja, das war zu Beginn, wie ich angefangen habe, diese Bekanntschaften zu schließen. Ich war ja völlig dumm. Ich habe von Sex nicht viel verstanden. Das müssen Sie dann mal erklären. Was ist denn zwischen dieser Nichtaufklärung, machen Sie es doch mal im Schnelldurchgang, was ist da in Ihrem Leben schiefgelaufen mit den Männern? Diese Männer waren meine Lehrmeister. Ich habe in meiner ersten und meiner zweiten Ehe keinen richtigen Sex gehabt. Das war nicht Sex, das war ein Blödsinn. Ja? Hatten Sie einen Orgasmus? Nein. Den habe ich erst mit 79 das erste Mal gehabt. Ich kannte das ja gar nicht. Und diese Männer, ich habe ihnen allen von Anfang an gesagt, die zu mir gekommen sind, waren ja nicht weiß Gott wie viele, aber die da waren, denen habe ich gesagt, pass auf, ich bin eine alte Jungfrau. Ich verstehe gar nichts. Du musst mir das lernen. Und die haben es mit Begeisterung gemacht. Und ich hab halt gelernt. Was ist denn, damit wir das auch verstehen können, Sie merken, es ist hier mucksmäuschenstill, weil Orgasmus mit 79 hören unsere Zuschauer nicht jeden Tag. Ich habe es nicht gekannt. Sie haben es nicht gekannt, aber was ist denn passiert, dass Sie sich überhaupt dann damit beschäftigt haben? Was war der Anlass dafür? Ich wollte das auch erleben einmal. Nicht? Also wenn ich schon Männer da gehabt habe, dann... Wie kamen Sie überhaupt aufs Thema? Was heißt dafür das Thema? Dass Sie überhaupt noch mal gesagt haben, ich will mich noch mal mit Männern beschäftigen. Was ist ich habe doch Depressionen, das steht ja auch im Buch drin. Ich habe schwere Depressionen gehabt. Und nachdem ich drei Buben habe, wollte ich mich nicht gerade umbringen. Das hätte die viel zu viel belastet. Woher kam jetzt Depressionen so plötzlich im Alter? Durch den Schluss meines Geschäftes. Ich musste das Geschäft verkaufen. Mhm. Und hatte plötzlich nichts mehr zu tun. Nichts. Und meine kleine Wohnung, ich bin keine Putzmamsel. Es muss sauber sein, ja, aber dauernd mit den Fetzen da herumrennen, also nein, das muss ich nicht haben. Und meine drei Buben konnte ich auch nicht dauernd belästigen und sagen, hey, habt ihr irgendwas, wollt ihr mich nicht, gehen wir spazieren? Nein. Wenn nicht einer zu mir kommt, nein, also ich belästige niemanden. Naja, und da bin ich habe nicht schlafen können, ich habe nicht einschlafen können. Und das war das Ärgste. Ich habe 40 Jahre lang, solange ich das Geschäft hatte, herrlich geschlafen, ohne Mann. Ja, und dann plötzlich war es aus. Ja, Sie lachen. Das ist gar nicht zum Lachen. Das ist furchtbar, nicht schlafen können. Ich hatte auch mal eine Zeit, so ein halbes Jahr habe ich ganz schlecht geschlafen. Oder ja, gar es, ist, nicht. Es, ist, es furchtbar. Ist furchtbar. Ja. Es ist furchtbar. Und da bin ich zu ich habe nur über das ohne Mann gelacht, weil, naja, da sieht sie zum Arzt. Und mein Arzt hat gesagt, also Schlafpulver, Beruhigungspulver, das gibt es nicht, das kriegen Sie nicht von mir. Sagt, da haben Sie keinen Freund? Und er hat gesagt, dann suchen Sie sich halt einen Freund, ne? Ich mit 79 Jahren, das ist ja lächerlich, nicht? Die warten da aufgereiht auf mich, nicht? Da hat er gesagt, nein, das gerade nicht, aber sagt, da geben Sie ein Inserat in die Zeitung. Und das, so hat es angefangen. Und das Inserat sah so aus, da steht agile 69-Jährige, 1,70, 78 Kilo, sucht potenten, gebundenen Partner, Nichttrinker. Nicht-Trinker. Ja, wir wissen ja, Ihre Männer, oder zumindest einer war Alkoholiker. Ja, aber was anderes ist mir da aufgefallen. Gebunden? Wir zeigen das vielleicht gerade nochmal. Ja, zwei Sachen fallen auf. Erstens steht da oben 69. War das ein Druckfehler? Ich habe jünger bin ich gemacht, na klar. Sie haben sich jünger gemacht? Na sicher. Wieso sicher? Na ja, da hätte sonst überhaupt niemand geantwortet. Einer 80-Jährigen schreibt doch keiner. Nein. Also wirklich nicht. Ne? Man könnte jetzt zynisch sagen, aber einer 69-Jährigen schon. Ja, doch. Doch. Also, ja. Ja. Na, ich habe mich erlebt. Und warum haben Sie Wert darauf gelegt, dass es gebundene Männer sind? Damit sie mir nicht so nahe kommen. Freund, ja. Aber mit 80 Jahren sich binden? Ja. Nein, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Aber das ist etwas, was ich nicht, habe ich nicht geglaubt, dass sowas passiert. Es geht nicht, Sie können das nicht unterbinden. Wenn Sie jemanden zu sich einladen, mehrmals, ja, es entsteht automatisch eine Bindung, ob es wollen oder nicht. Jetzt ist der gebunden, das ist furchtbar. Das tut weh. Sie haben sich verliebt. Ja, genau, das mag ich auch gerade nicht. Das passiert. Ja, das passiert. Was soll ich sagen?
Ich möchte noch mal an den Anfang zurück. Ja? Sie haben die Anzeige aufgegeben. Wie viele Zuschriften haben Sie bekommen? Ach Gott. Erst habe ich mir gedacht, die ersten paar Tage war gar nichts. Ich habe mir gedacht, naja, mein Gott, ich bin eine alte Frau, was soll's. Ne? Die nächste mit 59 als Anzeige. Ich bin ein bisschen zugewartet und sind dann insgesamt über 100, ich habe es dann nicht mehr gezählt. Es waren über 100 Zuschriften. Grausliche Sachen. Also, Sie können sich nicht vorstellen, was Männer für Blödsinn schreiben können. Naja, Sie sind ein Mann, Sie müssen es eigentlich wissen. Sie müssen mich entschuldigen, ich kann es mir vorstellen. Also die Grauslingen, die interessieren uns jetzt mal nicht, die lassen wir weg. Ja, das ist alles im Papierkorb gelandet. Gut, wie viel schöne Zuschriften sind denn übrig geblieben? Circa 30, 40. Mit denen habe ich telefoniert. Das war wichtig für mich. Mhm. Wie alt war der Jüngste? 17. 17? Ja. Den hatten Sie am Telefon? Ja, den habe ich am Telefon, den habe ich getröstet. Da habe ich gesagt, du pass auf, du bist mir wirklich jung. Ja, wirklich. Haben Sie gesagt, dass Sie da auch 79 sind? Und da hab ich dann die Wahrheit gesagt. Man denkt, den kriege ich dann schneller los. Ja? Ja. Ja, aber gar nicht. Überhaupt nicht. Der wollte unbedingt probieren. Ne? Mhm. Ja, aber ich nicht. Also da habe ich dann gesagt, nein. Wie alt war dann der Jüngste, mit dem Sie tatsächlich geschlafen haben? 25. Aber der hat um einiges älter gewirkt. Das ist ein sehr, sehr gescheiter Kerl gewesen. Ist viel im Ausland. Das war schön. Das war wirklich schön. Können Sie sich, das ist eigentlich eine unmögliche Frage, aber können Sie sich ans erste Mal erinnern? Also wer war der Erste, der Sie auch nackt gesehen hat, da mit 79? Das war ja Geschichte, das mit dem Nacktsein. Ich habe mich auch vor meinen Männern nie nackt gezeigt, vor meinen Ehemännern. Das habe ich einfach nicht zusammengebracht. Ich bin so blöd erzogen worden, was soll ich machen? Furchtbar ja, prüde. Aber umso berechtigter die Frage, wenn es dann das erste Mal mit 79 ist, man stellt sich auch schon mit 30 vor den Spiegel und fragt sich, genüge ich oder mit 53 oder mit 50? Ich gefällt mir heute besser als damals mit 18, wirklich. War. Okay, Sie hatten keinen Zweifel, dass Ihr Körper... Na ja, Zweifel schon. Ja, ich bin dann unterstützt worden von meinem Freund, wirklich... Fast durchweg soll es ja nett werden. Also es sind ja nicht weiß Gott wie viel gekommen. Die Leute stellen sich vor, da ist jeden Tag ein anderer vor der Tür gestanden. So ist es nicht. Ich habe mit ihm einmal telefoniert und noch einmal telefoniert und nochmal. Dann haben wir uns getroffen dort und da. Und erst wenn wir Sympathie empfunden haben, dann sind sie zu mir nach Hause mal eingeladen worden. Und dann ist es auch oft passiert, dass ich es wieder zu Hause geschickt habe. Mhm. Naja, ich habe einen Schreck gekriegt, nicht? Da gehört schon einiges dazu. Aber ein paar ganz nette waren und die haben mir dann geholfen. Haben Sie dann auch gesprochen mit ihnen über ihr Leben, über ihre Bindung zum Beispiel? Sehr viel. So, ja. Das war die Hauptsache, vor allem einmal. Auch für die Männer. Weil die zu mir gekommen sind, die haben etwas gesucht, das sie zu Hause nicht gefunden haben. Und das ist leider Gottes eine Mangelware. Reden, miteinander reden. Jeder sagt, ich kenne doch meine Frau oder umgekehrt, ich kenne doch meinen Mann und Schmarrn. Es entwickelt sich jeder weiter. Man sieht tagtäglich hunderterlei Sachen. Das muss man wiedergeben. Und geduldig zuhören. Ich weiß ja, wie ich selber, aber ich habe ja auch nicht zuhören können. Das ist schwierig, aber das sollte man tun. Und ich habe zugehört. Haben Sie auch gefragt, hör mal, Bursche, du bist 43 oder so, hast zu Hause eine Frau, die ist 40 Jahre jünger. Ja. Warum kommst du zu mir? Na sicher. Ist das, ich kann mir jetzt den einen oder anderen Zuschauer vorstellen, der sitzt zu Hause und sagt, das ist doch pervers. Haben Sie sich das auch mal gefragt, ob da eine besondere sexuelle Vorliebe hintersteckt? Unter anderem auch, ja. Das ist ein Fehler der Frauen, also die schon länger verheiratet sind. Tun ein bisschen zu wenig mit den Männern. Die Männer sind da sehr viel fantasievoller. Man kann auch sagen, ein bisschen verrückt. Ja? Die versuchen, Sex auf eine Art auszuüben, die uns lächerlich vorkommt. Für den Mann ist es aber nicht lächerlich. Der will halt alles ausprobieren. Und bis zu einem gewissen Grad sollte man das mittun. Die sind da zu mir gekommen und haben Sachen verlangt. Ja, ich bin auch gar nicht überrascht, weil es gibt auch... Entschuldigung, aber es gibt Porno-Genres und die sind sehr populär. Man hat die MILF und die GILF.
MILF Mind, wissen Sie das? Nein. Sie schaut nicht, nie Pornos an? Sie gehört die anderen 20%, die nie gucken, das immer so. Like ja, aber nein, da hat, man hat MILF und GILF. Und MILF ist Mother I'd Like to Fuck und ja. GILF ist Grandmother I'd Like to Fuck. So, es gibt, ja. Das ist wirklich ein Genre, das ist sehr populär. Eigentlich lauter junge Männer, die waren 40 Jahre jünger als ich zum Teil. Ne? Ich habe mich erkundigt. Das ist keine Krankheit, das haben sehr viele, diese Neigung. Das habe ich ausgenützt, ist so ganz klar. Ne? Ist mir doch lieber als ein 80-Jähriger, der so alt ist wie ich. Na bitte, nein. Nur mal so zwischendurch, wie schlafen Sie eigentlich heute? Gut. Ich habe keine Schlafstörungen mehr. Ja, ich kann es mir immer noch nicht so ganz richtig vorstellen. Haben Sie das alles ganz alleine zu Wege gebracht oder hatten Sie im Hintergrund eine beste Freundin, die so ein bisschen nein. auf Sie aufgepasst hat? Sie haben die Männer in die Wohnung gelassen. Ja, na, so schnell ist es nicht gegangen. Okay. Ah, nein. Wir aber, haben uns dort und da getroffen ja, und haben also, uns beschnüffelt. Ne? Aber es gab keine Feuerwehr im Hintergrund? Nein. Und die sind dann, also wie gesagt, ja, einer oder der andere ist dann einmal gekommen, dann haben wir uns unterhalten. Er musste mich unterhalten können, aber sonst ist es ja fad. Nur im Bett, also das ist mir zu wenig. Sie haben drei Söhne. Hier ist ein ja, genau. relativ altes Foto mit Ihren drei Söhnen. Sie sind in der Mitte zu sehen. Ja. Jetzt sind die Söhne viel älter, haben selbst Familie und kriegen dann die Nachricht, Mutti hat mit 79 den Sex entdeckt. Sie werden lachen, die waren begeistert. Ja, auch als Sie das Buch geschrieben haben, aus ja, dem ja, ich eben zitiert habe. Ja, das war's. Vor dem habe ich furchtbare Angst gehabt. Weil ich mag ja meine Buben, ne? Das ist ja klar. Ja. Und da haben wir gedacht, um Gottes Willen, die wollen mich dann nicht mehr. Na, was mache ich? Na ja, gut. Jetzt habe ich den Jüngsten, für den habe ich sehr viel Sorgen gekommen früher. Mit dem bin ich sehr eng zusammen. Der war süchtig. Und ist aber selber davon weggekommen. Und dem habe ich als erstes das Buch gegeben. Mein Gott. Das war furchtbare, furchtbare Stunden, bis der wieder angerufen hat. Und das Erste, was er gesagt hat, war, Mutti, du bist ja super. Na, was will ich mehr? Ne? Wie geht's weiter? Werden Sie wieder eine Anzeige aufgeben? Ja, wahrscheinlich. Weil ich will wirklich nicht, dass da irgendwas Ernsteres entsteht. Und außerdem tut es weh. Also bitte Liebeskummer in die Mitte 80, das ist arg. Das hört sich ja jetzt alles so an, als würden Sie doch eigentlich eher nur auf der Suche sein nach dem Sex, nach der Befriedigung. Auch. Aber ist nicht irgendwo, ist dieses Gefühl nicht noch da, irgendwann den Mann zu finden, mit dem Sie auch Hand in Hand irgendwann zusammen alt werden? Ja, Sie haben recht, aber das ist erst gekommen in letzter Zeit. Das kommt. Weil ich trotz der Männer, die ich kenne, die waren wirklich nett. Bis auf einen, den habe ich rausgeschmissen. Aber ansonsten waren eigentlich alle sehr, sehr nett. Und die haben mir geholfen. Ja? Aber dieses Gefühl ist erst gekommen, weil ich dann erst gemerkt habe, wie alleine ich war. Und wird dann in der nächsten Anzeige das Wort gebunden rausgenommen? Das weiß ich noch nicht. Ich hab ein bisschen Angst davor. Ja? Ja, vor dem habe ich wirklich Angst. Ich habe zu viel draufgezahlt in meinen Ehen. Auch dann, wenn ich irgendwelche Bekanntschaften geschlossen habe. Habe ich nur draufgezahlt. Aus. Ich mag nicht mehr draufzahlen. Hat sich denn der Sex mit dem Mann, in den Sie sich verliebt haben, hat der sich verändert? Hat der für Sie eine andere Qualität bekommen als mit den anderen Männern? Ja, ja? Eigenartigerweise. Das war einer, das ist übrigens der Gerald in dem Buch. Mhm. Ja? Ich habe es erst halb aus. Ja, ja, das ist der Gerald. Ich überlege noch, ob ich es am Nachttisch liegen lasse. Ja, das hat sich sehr verändert. Das wird einfach anders, das Verhältnis. Mhm. Da können sie machen, was sie wollen. Da können sie noch so dagegen. Das geht nicht. Aber das habe ich aber heute leichter verstanden. Dasselbe sagen Jugendliche in ihrem Buch, dass wenn Liebe dazu kommt, der Sex anders wird. Also eine Weisheit, die seit vielen Jahren da ist. Frau Erdmann, Sie haben eben gefragt, so schön mit dem Hand in Hand durchs Leben gehen. Sie sind Romantikerin, höre ich daraus. Haben Sie eigentlich einen Freund? Ja, schon seit, im Dezember sind wir fast 10 Jahre zusammen. Jetzt können wir wieder rechnen, sie ist 21, Herr Karasek. Ja, jetzt hört auf. Mit 14 ging das los. Ja, also ich habe ihn kennengelernt, eigentlich als ich circa 13 war. Circa? Ja, ich kann es nicht mehr genau, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, weil wir haben uns auch im Fußballplatz kennengelernt, im Jugendzentrum. Ich habe in einem kleinen, beschaulichen Dorf gewachsen, bin aufgewachsen dort und
ja, ich habe den gesehen und fand den toll und bin dann mit ihm zusammengekommen, als ich gerade 15 geworden bin. Mhm. Ja, mein erster Freund, mein erster richtiger Freund. Und ist es der, von dem Sie sich wünschen, ja, was Sie ihr wünschen, dass Sie Hand in Hand, ja, weitergehen, und Kinder, Familie? Bei uns ist es wirklich so, Frau Berger sagte vorhin, es ist irgendwie so, es macht langweilig, wenn man sich jeden Tag "Ich liebe dich" sagt. Oder es wird langweilig. Viele Leute, wenn ich mit meinem Freund telefoniere, sage ich immer, egal wie oft ich an dem Tag mit ihm schon gesprochen habe und egal wie oft ich ihm schon gesagt habe, ich liebe dich, ich sage es immer am Schluss des Telefonates. Und er sagt es genauso. Dann ist er Ausnahme. Absolut, mit absoluter Überzeugung auch. Das ist nicht dieses, ja und tschüss, ich liebe dich, okay, tschüss. Ja, genau. Das ist ja eher dieses... Okay, mein Schatz, bis später, ich freue mich auf dich, ich liebe dich. Und er sagt es wirklich mit so, dass ich jedes Mal wieder das Gefühl habe, oh, mein Schatz. Oder Sie können zum Beispiel, Herr Gottes, wenn wir aufhören, das jetzt noch hören. Nee, aber so bin ich überhaupt nicht. Und ich merke halt einfach, dass mir das auch extrem wichtig ist, Natürlich ist es wichtig, wie oft, also egal wie oft, es freut mich immer wieder und es ist für mich immer wieder... Okay, schön. Schön, dass du mir das sagst. Das ist gut. Das aber ist eben schön. Auch die Männer hören das gerne. Und wir sind übrigens das gleiche Sternzeichen. Und deswegen habe ich vorhin ja auch schon gesagt, ich bin auch jemand, der immer sagt, ich liebe dich. Weil ich meine es so. Ja? Ich meine auch das mit dem "ich liebe dich", das kannst du sagen, wie, ne? Sie sagt es gerade sehr, sehr schön. Ich liebe dich, ja, tschüss. Ja, ja. Das muss schon etwas dabei sein. Welche Sternzeichen führen denn dazu, dass man sagt, ich liebe dich? Jungfrau. Ja, klar. Frau Erdmann, wenn Sie eben zugehört haben, was Frau Wawrick gelungen ist im hohen Alter, wo sie nicht mehr ganz so knackig ist wie Sie wahrscheinlich, haben Sie sich dann vielleicht auch mal gefragt, ob Sie ein bisschen viel Aufwand für Ihren Körper betreiben? Es ist gar nicht nötig. Es geht offenbar auch anders, wenn Liebe im Spiel ist. Wer sagt denn, dass ich viel Aufwand betreibe? Ich setze das voraus. Also ich betreibe eigentlich nicht viel Aufwand. Also ich gehe, also das Einzige, was ich tue, ist, ich gehe Nägel machen, weil die mir immer abbrechen, weil ich auch zu schusselig bin irgendwie. Und meine Haare färbe ich mir, damit die ein bisschen glänzen. So, und dann, klar. Figur, Sie essen abends Sauerbraten. Wenn Sie noch Hunger haben, gehen Sie um 12 zu McDonald's und hauen Sie sich... Was Sie glauben, ich mache mir abends noch mein Vanillepudding um 12 Uhr und hau dir mir im Bett rein. Ja, da können Sie aber von ausgehen. Ich bin 5 Minuten fertig, ja? Nee, also wirklich. Also ich bin absolut überhaupt gar kein Mensch, der... ich bin ein absoluter Genießer. Und ich genieße mein Leben in vollen Zügen. Und das hat für mich auch gerade, weil Sie das so ansprachen, mit Essen zu tun. Und ich esse unheimlich viel und gerne auch. Und ja, ich finde das immer irgendwie blöde, sich so rechtfertigen zu müssen. Was tust du alles? Und das stimmt ja gar nicht. Und du isst bestimmt nachts gar nichts und so. Das geht mir ehrlich gesagt echt voll gegen Strich. Muss ich Ihnen mal ganz ehrlich sagen. Ja, aber echt, so. Jung, da kann man ja so ausschauen, wie Sie ausschaut. Ich muss mich rechtfertigen, warum bin ich so dünn? Ja. Es gibt die Geschichte von dem Freund, der zu seinem Freund sagt, du bist in letzter Zeit so dick geworden, wie kommt das? Dann sagt er, ja, das liegt an meiner Frau. Ich habe angefangen, wieder zu ihr zärtlich zu werden in der Nacht. Da ist sie kurz aufgewacht, hat gesagt, iss was. Und dann bin ich zum Kühlschrank und habe was gegessen. Können Sie sich noch erinnern, wie alt Sie waren, als Sie das erste Mal auf einer Bühne standen? Uff. Naja, so die erste richtige Bühne, ja, bei uns auf dem Dorf mit 10 ungefähr. Da habe ich meine erste Modenschau gemacht für den Country Club. Das war so ein Country-Mode, keine Ahnung. Und ich hatte da irgendwie Sachen an, die eher so für 30-Jährige oder so waren. Aber es hat absolut Spaß gemacht. Sie haben es ja dann bei Germany's Next Topmodel 2006 schon mal versucht. Die haben sich nicht mal gerührt, haben nicht mal abgesagt. 2007 hat es dann geklappt. Wie hat es geklappt? Wie haben Sie das angestellt?
Ich habe mir damals gedacht, na ja gut, warum haben die denn damals nicht geantwortet, als ich eine Bewerbung losgeschickt habe, und bin dann auf die Idee gekommen, na ja gut, okay, wenn das 16.000 Mädchen sind, wie können die da ausselektieren? Und habe mir gedacht, na ja, vielleicht ist es so, dass sie wirklich nach Bundesländern aussuchen und sagen, so aus den und den Bundesländern nehmen sie vielleicht die und die Mädchen. Habe dann wirklich angefangen, Bewerbungsmappen zu basteln, wo ich dann einen Schlitz reingemacht habe, wo man meine Augen schon sehen konnte auf der Bewerbungsmappe, und habe diese Bewerbungsmappen, mehrere, an verschiedene Orte, an verschiedene Familienmitglieder oder Freunde in Deutschland geschickt, und die haben es dann von dort aus nochmal losgeschickt dahin. Also ich habe Bitte? Welches Bundesland hat gewonnen? Ich weiß es leider nicht, ich habe keine Ahnung, aber ich habe dann halt aus mehreren Bundesländern losgeschickt und habe gleich mehrere Bewerbungen mit einer sehr auffälligen Bewerbung losgeschickt. Dann waren Sie drin in der Maschine und es gab jeden Tag was zu drehen, jeden Tag auch Öffentlichkeit, Zeitung, alles kam dazu. Wenn Sie mit dem Abstand von 3 Jahren da drauf gucken, wir reden heute Abend ja oft über öffentlichen Druck, der auch entstehen kann durch den Zwang, offen zu sein, auch die Haut zu zeigen. Da gab es so eine Bodypainting-Aktion, da waren Sie halt als Körper und waren dann sozusagen die Leinwand. Fanden Sie das damals rückblickend okay? Das war eine sehr zwiespältige Situation, weil ich fand es okay, das Foto an sich, also das Foto, wo wir fertig geschminkt waren, aber der Weg dorthin hat mir nicht gefallen. Also es war halt so, wir hatten wirklich obenrum nichts an, wir hatten unten so ein kleines, wie so eine Slip-Einlage aufgeklebt. Ohne Höschen natürlich. Und es war die ganze Zeit Kamera da. Und auch wenn es verpixelt wird, ist es für mich trotzdem ein Eingriff in die Privatsphäre. Auch wenn man mich nackt verpixelt sieht, hat das noch lange nicht das Gefühl von, okay, ich bin angezogen, die Leute geiern mich nicht an. Es war irgendwie komisch, es war unangenehm. Ja, Sie haben es aber gemacht wahrscheinlich, weil in der Situation Sie gar nicht darüber nachgedacht haben. Außerdem, Sie waren in einem Wettbewerb. Ja. Sie wollten gewinnen, Herr Karasek. Ja. Es ist einerseits befreiend, andererseits gibt es aber nicht nur hier in Germany's Next Topmodel, sondern ich glaube auch in ganz anderen Gebieten einen Wettbewerb. Was beobachten Sie denn da mit Ihrer Erfahrung? Wie wirkt sich das auf Frauen aus dieser Generation, aber auch auf ältere Frauen? Naja, ich glaube, dass Wettbewerb die größte Druckform unserer Gesellschaft ist. Mhm. Wir sind dauernd in Wettbewerbssituationen. Bist du zu alt? Bist du zu dick? Bist du zu dumm? Bist du nicht mehr schön genug? Bist du nicht klug? Die Gesellschaft besteht aus einer fortgesetzten Wettbewerbssituation. Ich würde da auf Frau Berger gern zurückkommen und deshalb habe ich Sie gefragt. Das Einzige, was einem vom Wettbewerb befreit, ist wirklich, glaube ich, die Liebe. Ja, das stimmt. Das ist also das Einzige, wo man sagt, du warst nicht so gut und du hast nicht den Wettbewerb gewonnen, aber du bist mein liebster Sohn, ja, und du bleibst es auch. Du bist der Mensch, den ich liebe, ganz genau. Du bist der Mensch, den ich liebe. Ja. Und ich glaube, wir sollten überlegen, ob man Wettbewerb und Liebe irgendwie entkoppeln könnte. Sie haben ja einen Mann an Ihrer Seite, der Sie liebt. Was hat der denn eigentlich gesagt, zum Beispiel, als Sie nach dieser Staffel noch einen Schritt weiter gegangen sind und gesagt haben, ich habe ein Playboy-Angebot und ich möchte das annehmen? Das war eine verzwickte Situation, zumal... Aus dokumentarischen Zwecken natürlich, möchte ich dann noch mal kurz zeigen. Nein, ganz ernsthaft, Sie werden dann nämlich sehen, was Sie dort anhaben. Und das geht ein bisschen in Ihre Richtung, ist natürlich völlig harmlos. Etwas, was in einem Musikvideo wahrscheinlich schon als harmlos rübergehen würde. Aber im Grunde genommen ist es ein bisschen auch aus diesem Kontext. Darf ich bitte eine Sache aufklären? Ich habe nichts gegen nackt an sich, auch nicht gegen Leder. Wenn jemand das machen will, macht das bitte. Es ist zu einfach, mich so darzustellen. Und das ist, was immer passiert. Ich sage, warum, du bist so schön, finden wir heute, dass es nötig ist, dich auch noch digital schöner zu machen. Warum ist, wenn du schon schön bist, ist es noch immer ein Wettbewerb. Und dann gibt es junge Mädchen, und darüber redet auch mein Buch für einen Teil,
Die schauen sich die Fotos an, die sind unzufrieden und die gucken eigentlich nach einem digitales Schönheitsideal. Ja. Was wäre, wenn Sie sich wehren würden und sagen, eigentlich bin ich hübsch genug, warum muss man da mit Photoshop dran gehen? Das kommt ganz drauf an, für was das ist. Ich habe eigentlich nichts zu sagen. Das ist eigentlich das, was ich als Model erlebe, als Persönlichkeit, als Fiona Erdmann. Wenn ich tatsächlich das Glück habe, mit einer Zeitschrift zusammenzuarbeiten, die mir sagt, Fiona, wie möchtest du es denn gerne? Dann ist natürlich klar häufig die Situation, dass ich sage, pass mal auf, Leute, was müssen wir da jetzt noch großartig was machen? Ja. Weil ich bin nachher diejenige, die da steht und die Leute sagen, ey, sag mal, du siehst ja gar nicht so aus wie da auf den Fotos. Hm. Und das möchte ich gar nicht. Ich möchte, dass die Leute sagen, ey, das, auf den Fotos siehst du ja vielleicht gar nicht so gut aus wie in echt oder so. Das wäre mir natürlich viel lieber als andersrum. Ist ja ganz klar. Das Kompliment muss ich dir jetzt echt mal geben. Also Ich bekenne mich, ich habe Topmodels geguckt und ich fand es klasse von Anfang an, weil du eben die Klappe aufgemacht hast und weil du nicht so flach dahin dich in den Wettbewerb geschmissen hast, sondern du warst du. Und das kenne ich von mir eben auch. Herr Kamasek, er kann Komplimente machen, da können wir noch was von lernen. Ne? Ja, ich finde, sie ist hübscher als auf den Fotos, weil so erkenne ich sie. Nee, aber verstehen Sie, was ich meine? Also im Prinzip geht es darum, wenn ich als Model gebucht werde, habe ich überhaupt gar nichts dann zu bestimmen. Dann sind Sie wahr. Das ist, ich kann nicht zu den Leuten sagen, also entschuldigen Sie mal, bitte bearbeiten Sie meine Fotos nicht. Da habe ich nichts zu sagen. Da habe ich die Klappe zu halten, mich hinzustellen und meinen Job zu machen. Und das mache ich auch, weil ich einfach für mich selbst entschieden habe, Beruf ist Beruf. Und in meinem Beruf bin ich absolut professionell. Und wenn mir jemand sagt, stell dich so und so hin, natürlich gibt es Grenzen. Gerade auch was zum Beispiel Freizügigkeit anbelangt. Also bei manchen Fotoshootings sagen natürlich auch die Fotografen, mach dich mal ein bisschen freier. Da kann ich eingreifen und sagen, das möchte ich nicht. Wenn ich aber posen soll mit einem Schaf, mit einem Schwein, ich habe meine Klappe zu halten und den Job zu machen. Dafür bin ich aber in meinem Privatleben umso direkter, umso ehrlicher und offener. Und das ist halt, glaube ich, eine wichtig. Frage schwebt noch im Raum. Das Playboy-Angebot und Ihr Freund. Was hat er gesagt? Haben Sie überhaupt gefragt? Ja, natürlich. Ich glaube, da hatte ich gar keine andere Wahl. Mein Freund, muss ich dazu sagen, ist arabischer Abstammung. Und natürlich ist da die Frage für mich schon viel schwieriger gewesen. Mhm. Zumal auch sein Vater sehr gläubig ist und in Hamburg wohnt. Und ich natürlich in meinem Gedanken immer mit dem Kopf gespielt habe, oh Gott, wenn der Vater das sieht, was wird der seinem Sohn sagen? Was wird der von mir halten? Aber ich muss dazu sagen, mein Freund war wirklich... Also das absolute Gegenteil von dem, was ich erwartet habe. Ich habe erwartet, dass er sagt, nein, das wirst du nicht machen. Keiner wird das, also dich darf keiner nackt sehen. Er hat mich angeguckt und hat gesagt, Schatz, ich weiß, dass das zu deinem Beruf mitgehört, dass du dich zeigen musst. Oder dass, nicht, dass du dich zeigen musst, aber dass das mit dazugehört irgendwo. Und er hat zu mir gesagt, ich bin stolz darauf, dass die Leute dich angucken können und nur ich dich haben darf. Und das nennt man Liebe, finde ich. Und das, das war ist doch für mich Beweis. So ein ganz... Oder Besitzerstolz. Das ist Besitzerstolz. Ja, genau. Das ist eher Besitzerstolz als Liebe. Aber eine große, große Selbstbewusstsein. Also, machen Sie meine Liebe nicht kaputt. Nein, das ist nicht. Können wir, glaube ich, gar nicht. Nee, aber ich glaube, das war so für mich dann auch der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn er der Meinung ist, ich kann es machen und er ist glücklich damit. Und er hat auch gesagt, ich kann doch stolz sein, dass ich so eine tolle, hübsche Freundin habe. Und jeder kann sie sehen, aber keiner darf sie haben. Schlussrunde bei Plasberg persönlich. Und da ist Fantasie gefragt. Beim Thema Sex ist ja Fantasie oft im Spiel. Und deswegen ist es ganz einfach. Es ist eigentlich eine Scherzfrage. Stellen Sie sich vor, Sie könnten für einen Tag und eine Nacht, das ist wichtig, es ist ein Tag und eine Nacht dabei, in den Körper eines anderen Menschen schlüpfen. Das kann ein Mann sein oder eine Frau, muss aber aus dieser Runde sein, mich ausgenommen. Ah, aus dieser Runde? Aus dieser Runde. Sie könnten für einen Tag und eine Nacht in den Körper eines Mannes oder einer Frau aus dieser Runde schlüpfen, um zu spüren, was der empfindet in Sachen Liebe, in Sachen Sex. Mit wem würden Sie, wenn das möglich wäre, für einen Tag und eine Nacht tauschen? Frau Berger, ich fange mit Ihnen an. Das habe ich mal gedacht, dass Sie mit mir anfangen. Ja, ne? Kuckuck. Kuckuck, ich würde mich in Herrn Karasek verwandeln.
weil er so große Stücke auf die Liebe hält und ich würde dann ganz genau herausfinden, ob es wirklich so ist. Oh je, Ihre Enttäuschung fürchte ich. Frau Erdmann. Ich bin so mutig genug. Mit wem möchten Sie tauschen aus dieser Runde? Also, die Geschichte von ihr hat mich sehr berührt, dass sie mit 80 immer noch irgendwie 81, Entschuldigung, immer noch auf der Suche ist. Und ich glaube, dass es für mich unheimlich interessant wäre zu... Also das, was sie erzählt hat, war ja schon unheimlich spannend. Aber was diese Frau fühlt, das interessiert mich wirklich sehr. Und ich glaube, dass das unheimlich interessant sein könnte, zu wissen, wie das in ihrem Leben ist. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Herr Hoffmann, mit wem würden Sie gerne tauschen, um was zu erfahren? Boah, das ist eigentlich schwer. Ich sag grundsätzlich mal, schon mal in einen Frauenkörper zu schlüpfen. Ja, es sind genug da. Ich glaube, ich würde einfach wegen der Erfahrung die Frau Berger nehmen, weil sie haben sicherlich verdammt viel erlebt und bestimmt ganz interessante Sachen erlebt. Und das würde mich schon reizen, so ein bisschen reinzuschauen. Herr Hoffmann tauscht mit Frau Berger. Frau Wabrik, mit wem würden Sie tauschen? Mit niemandem, ich bleibe so, wie ich bin. Okay, es ist ja auch spannend genug. Mit wem würden Sie tauschen? Auch mit Frau Wabrik? Ja, sicher. 81, Männer von 25. Hört sich aufregend an. Ja, selbstverständlich. Das ist auch, macht sehr neugierig. So, Herr Säcke, also bin ich gespannt. Ich schlüpfe nicht gern in fremde Körper, jedenfalls nicht in Gedanken. Aber wenn, dann würde ich doch. Wenn, dann würde ich auch Sie wählen, um zu wissen, wie das Alter ist. Aha. Er ist 6 Jahre jünger. Neugierig ist er überhaupt nicht. Herzlichen Dank für diese Schlussrunde. Vielen Dank für viele offene Worte. Manchmal lernt man hier was. Heute war so ein Tag für mich. Vielen Dank. Alles Gute. Wünsche Ihnen allen, dass die Wünsche in Erfüllung gehen. Nächste Woche Kölner Treffen. Wir sehen uns in 4 Wochen wieder. Tschüss.